Ich würde sagen, ich mache jetzt mal direkt eine Landwanderung. Und zwar zu einem Tümpel, wo ich vorher noch nie war. Mal gucken, ob ich da erfolgreich sein kann. Aber das ist auch wieder ein sehr, sehr weites Stück. Also es kann auch sein, dass ich verdurste. Oh, wir schaffen's. Oh, ich bin fast verdurstet. Ist ja jetzt auch schon mitten in der Nacht. Das war richtig knapp. Aber wir haben hier direkt Beute. Oh, hier vorne kämpft direkt was. Ist, glaube ich, ein Herrera, oder? Gegen einen Galli. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ich bin halt übel slow life. Vielleicht, wenn die ins Wasser fallen, könnte ich die packen. Aber ansonsten wird das nichts. Aber vielleicht gewinnt ja der Galli. Dann habe ich auf jeden Fall eine große Beute, die ich abstauben kann. Ne, der Galli ist tot. Schade, schade. Ja, Herrera ist natürlich schlecht, ne? Weil der wird wahrscheinlich dann hier auf den ganzen Bäumen und so rumlungern. Ah, der wird direkt auch wieder attackiert von einem Troton, glaube ich. Und er ist tot. Oh, perfekt. Das heißt, der Herrera ist schon mal aus dem Weg geschafft. Hier ist halt echt viel los an dem Tümpel. Viele kleine Dinosaurier. Das könnte echt gut werden. Aber ich muss halt aktuell echt aufpassen, weil ich halt so lowlife bin. Ich bin halt von allem One-Shot. Das heißt, wenn ich gleich fresse, wird es richtig gefährlich. Dann schwimmen wir auf die andere Seite, weil da kann ich, glaube ich, sicherer essen. Und wenn ich die gleich gefressen habe, dann sollte ich die perfekte Diät haben. Ich hoffe, die reicht, weil die ist halt nicht so groß, die Leiche. Aber schauen wir mal. Da sind auch noch Organe drin. Die kann ich auch noch rausholen. Übrigens, bei so Leichen, die ihr tragen könnt, da könnt ihr die Organe rausschütteln. Einfach linke Maustaste gedrückt halten und die Maus schütteln. Dann macht ihr so eine Todesrolle. In meinem Fall war das jetzt irgendwie voll der Weitsprung. Aber wir brauchen diesen Darm hier. Denn der Darm, der bringt uns die zwei Striche, die wir brauchen. Oh, da vorne kommt was. Wir müssen schnell abtauchen. Der wollte uns nämlich absnacken. Blöder Cerato. Und es hat gereicht für die perfekte Diät. Das ist schon mal die halbe Miete. Und wir haben tatsächlich auch noch eine Lunge hier. Die füllt nochmal die Pünktchen auf. Und jetzt können wir uns erstmal ins Wasser verziehen, ein bisschen chillen. Weil jetzt haben wir die perfekte Diät. Und das heißt für uns 100% Wachstumsboost. Ist beim Croc super wichtig, weil es halt so ewig dauert, bis man wächst. Oh, da ist ein Dilo. Vielleicht kommt er gleich noch trinken. Er haut schon ab. Hat er mich gesehen? Nee, niemals. Die ganzen Algen und Seerosen hier sind super. Dadurch können die mich halt nicht so gut sehen. Aber der hat trotzdem Schiss. Also ich glaube, der ahnt was. Ich weiß halt nicht, ob der nicht zu groß ist. Aber wenn er ins Wasser geht, das ist perfekt. Wo ist er hin? Boah, da wollte er mich schnappen. Das war, glaube ich, der Dilo, oder? Irgendwas wollte mich gerade schnappen. Und ich hätte mich nicht wehren können, weil ich bin gerade verbuggt. Ich glaube, ich muss mich gleich einmal ausloggen. Oh, es kann sein, dass der Dilo gleich stirbt. Da kommt gerade ein Cerato auf ihn zu. Er wird zweimal gebissen, aber nicht getötet. Ich habe übrigens gerade kurz überlegt, ob ich mich beißen lasse von dem. Ich glaube, das könnte helfen, dass der Bug weggeht. Ich kann halt gerade gar nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr schnappen, ich kann mich nicht mehr hinlegen, ich kann nicht mehr trinken. Ich denke mal, ich stelle mich jetzt einfach so hin.
Und dann können die mich einmal da hinten in den Schweif beißen und dann ist es hoffentlich behoben. Wir testen das jetzt. Da kommt was. Komm, beiß mich einmal bitte. Nein, du sollst mich beißen. Bite me. Nicht freundlich machen. Bitte beiß mich. Nein. Warum? Ah, da kommt sein Kumpel. Vielleicht beißt der mich. Ey, man trifft halt nie freundliche Zeras. Und jetzt, wo ich einen brauche, der mich beißt, da ist einfach friendly. Lässt mir sogar das Food übrig. Oh Mann, ey. Ah, dann werde ich mich wahrscheinlich doch einmal ausloggen. Ich meine, wenn ich mich hier unten auslogge, kann ja eigentlich nichts passieren. Na, probieren wir es aus. Ist alles gut gegangen. Das heißt, wir können jetzt auch wieder essen. Das ist doch sehr schön. Das Gute ist, die Knochen bringen halt alle drei Diäten. Das heißt, wenn wir das jetzt runternagen bis zum Knochen und dann noch Platz im Bauch haben sollten, dann wäre das perfekt. Guck mal, das passt. Und jetzt können wir nämlich hier nochmal die Diäten auffüllen. Richtig gut. Bis jetzt gefällt der Tümpel mir hier. Ist echt super als kleines Croc. Weil hier kommen viele kleine Dinos vorbei. Und dann haben wir auch mal die Chance, Beute zu machen. Achso, ich habe ganz vergessen, euch zu begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Isle Video. Ich würde mal sagen, besser spät als nie. Aber ich war auch direkt so viel Action, da kann man das mal vergessen. Oh, das ist ein anderer Zera. Okay, der ist mies. Der will mich fressen. Aua. Aber der ist auch zu groß, dass ich ihn reinziehen könnte. Aber gemein, ne? Einfach gemein. Der will mich halt immer noch fressen. Okay, jetzt bin ich keine Freunde mehr mit den Zeras. Wie er sich anschleicht, guck mal. Wie er denkt, ich sehe ihn nicht. Das ist einer, oder? Das ist so der Zera-Spieler, wie man ihn kennt. Aggressiv. Alles fressen. Oh, ich glaube, wir sehen hier gleich wieder einen Kampf. Schleicht sich gerade der weiße Zera an den anderen an. Ich beobachte das erstmal. Vielleicht kann ich den grünen hier retten. Weil die machen keinen Kannibalismus. Aber die machen doch Kannibalismus. Aber wie hinterhältig. Der macht erst Friendly und dann beißt er zu, der Weiße. Habt ihr das gesehen? Okay, wir töten auf jeden Fall den Weißen dafür, wenn er trinken kommt. Oh nee, der Grüne ist tot. Der Weiß hat ihn erledigt. Oh, wie mies. Das war echt hinterhältig von dem. Aber er kommt hier zum Wasser. Ich beobachte trotzdem erstmal, ich bin noch ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? Zieht ihn auch noch ein bisschen weiter. Weiß nicht, was er vorhat. Weiß halt nicht, ob ich den schon tragen kann, aber bestimmt. Das hast du davon, du Fiesling. Du Hinterhältiger. Tja. Warum machst du auch erst friendly und dann beißt du zu? Da hast du den Tod auch verdient, ne? Würde ich mal meinen. Da kannst du strampeln, wie du willst. Ich genieße das jetzt, wie du stirbst. Oh! Er ist frei! Warum habe ich den denn jetzt losgelassen? Ich habe eigentlich nicht die rechte Maustaste losgelassen. Das war irgendwie seltsam. Okay, da ist noch ein Zera. Ja, du kannst von mir aus fressen, mein Kleiner.
Aber erstmal fress ich. Gibt's nämlich wieder leckere Organe für uns. Alles gut, du kannst ruhig essen. Ah, du brauchst den Darm oder sowas, ne? Esst mal, ihr Kleinen. Oh, da ist ein größerer. Der ist natürlich direkt wieder böse. Meint ihr, den kann ich schon ins Wasser ziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich wiege halt aktuell schon 700 Kilo. Ich glaube, der ist zu schwer. Ach krass, wie viele Zeras schon wieder hier sind, ne? Wahnsinn. Ja, eigentlich muss man die halt immer töten, die ganzen kleinen Zeras, damit es nicht so Überpopulation ist. Aber, ja, manchmal bringt man es halt nicht übers Herz, ne, wenn die dann so süß sind. Ich meine, ich bin jetzt ja auch erstmal wieder satt, also alles entspannt. Ich frage mich ja echt, ob ich den packen kann. Ich meine, bei dem Großen würde ich es, glaube ich, tun. Der ist zu schwer. Aber jetzt wissen wir es wenigstens. Das Problem ist halt immer, wenn man die nicht runterziehen kann oder nicht tragen kann, ist man halt so kurz gestunt, sag ich mal. Also so ein bisschen gelähmt. Man kann sich nicht bewegen. Und dann können die einen halt beißen. Den Kleinen will ich nicht essen. Ich geh mal hier rüber, dann können wir in Ruhe trinken. Es werden hier immer mehr. Wie viele gibt's denn von denen? Der ganze Server ist einfach nur voller Zeras. Ich weiß halt echt nicht, ob ich anfangen sollte, die Kleinen zu töten. Keine Ahnung. Aber es nervt halt, dass jeder Zera spielt. Ich würde halt gerne auch mal andere Dinos sehen. Oh, er beißt. Wenn die im Wasser sind, kann ich die vielleicht tragen. Aber der hier ist, glaube ich, zu groß. Aber den anderen vielleicht. Wenn er halt überheblich wird. Ich weiß halt nicht, ob ich den tragen könnte. Keine Ahnung. Der ist aber zu groß, glaube ich. Jetzt kommt er nochmal. Ich hoffe, der andere kommt auch mal mit. Den anderen kann ich bestimmt tragen. Na, den kann ich nicht tragen. Ich bin jetzt auch immer wieder gelähmt. Das ist halt genau das, was ich meine. Aber jetzt habe ich es probiert. Ich habe aber wieder ordentlich Schaden kassiert, glaube ich. Na, es geht. Ich weiß gar nicht, ob der mich gerade getroffen hat. Aber es ist halt immer blöd, ne? Man steht dann halt immer so ein bisschen da und kann sich nicht bewegen, wenn man die nicht tragen kann. Na, ein Versuch war es wert. Wir sind ja nicht gestorben. Oh, da kommt was Kleines. Kleiner Raptor. Renn um dein Leben. Aber der will auch angreifen, ne? Ah, der Zera kommt schon wieder. Ja, ich will nicht gebissen werden.
Das ist es einfach nicht wert. Der kann sich halt so schnell drehen, ne? Das ist halt super gefährlich. Der ist gefühlt beweglicher und mobiler als ich im Wasser. Weil wenn ich mich drehe, das dauert irgendwie ein bisschen länger. Ach, ich hasse Zera-Spieler so sehr, ne? Das schon wieder sehe. Es ist so schlimm. Okay, trinken. Schade, ich dachte, ich kann ihn ins Wasser baiten. Der andere kommt wieder. Oh, jetzt ist der andere im Wasser. Den kann ich nämlich schnappen. Da hat's geklappt. Sehr schön. Tja, liebe Zeras. Spielt nicht mit mir. Gib mir noch einen Moment Zeit, dann kann ich den anderen auch ins Wasser ziehen. Ich wachse nämlich wirklich, wirklich schnell. Lecker Beute für mich. Es werden immer mehr, das ist schon wieder ein neuer. Ich habe einen gekillt und da ist wieder ein neuer aufgetaucht. Kann nicht wahr sein. So, ich schüttel jetzt mal die Organe hier raus. Ach, ich kann den gar nicht tragen, wenn der an Land ist. So ein Mist. Da ist doch schon der Große, der hat mich beobachtet. Ach, come on. Der klaut mir jetzt meine Beute wahrscheinlich. Konnte ich die nicht packen? Was war das denn? Zweimal daneben. Das war seltsam. Ja, es kann nicht jeder Angriff erfolgreich sein. Hier sind halt nur Zeras, ne? Die schreien hier auch überall rum. Ich glaube, ich werde jetzt ab sofort auch jeden Zera verspeisen, egal wie groß. Einfach um ein bisschen die Population zu senken. Ich hoffe dann einfach mal, dass nicht mehr so viele Zera dann spielen. Ich muss aber bald auch wieder was erlegen, weil hier keine Fische spawnen. Und ich werde halt irgendwann verhungern, ne? Wenn ich keine Beute mache. Also der kleine Zera-Snack, da wäre schon echt nice gewesen. Aber ich hoffe ehrlich gesagt eher auf den großen Zera, dass der nochmal wiederkommt. Und ich nochmal eine Chance bekomme, ihn ins Wasser zu ziehen. Oh, der hat sich die Beine gebrochen, der Zera. Ich hab's euch gesagt, die Zera-Population muss eingeschränkt werden, auch wenn er klein ist. Das ist halt. Die Organe pulle ich da jetzt nicht raus, das ist zu anstrengend. Du haust auch ab, hier wird nicht getrunken. Weg mit dir. Nee. Ey, guckt euch das an. Schon wieder sind drei Stück da. Wie viele gibt es denn davon? Vier sogar. Da oben ist, glaube ich, noch einer. Das ist ja unglaublich. Wirklich. Ja, die vermehren sich halt wie die Fliegen. Ich muss die halt wirklich ausradieren. Wenn ich einen töte, kommt zwei wieder. So fühlt sich das zumindest an. Schrecklich. Die ist wieder ein größerer. Der ist wieder frech. Das wollt ihr wirklich, Zeras? Der nächste down. Du willst auch noch? Oh nein, ich hab ihn losgelassen. Na komm. Nope, meine Leiche. So. Wieder zwei weniger, das ist doch schon mal gut.
übrigens das Gefühl, dass der manchmal die einfach random loslässt, die Leichen. Oder nicht die Leichen, sondern die Viecher, wenn ich die im Maul habe. Weil ich habe gerade auch die rechte Maustaste nicht losgelassen. Oder lag das daran, dass mich die anderen gebissen haben? Eigentlich nicht, oder? Schon sehr seltsam gewesen. Na, was ist los? Jetzt brüllst du hier rum, hm? Und komm her. Oh, da ist wieder ein Zera. Ja, der weiß, dass ich hier bin, oder? Los, trink. Tja. Ich weiß, mein Magen ist voll, aber ihr seid einfach zu viele. Und das ist jetzt meine geheime Mission. Jeder Zera muss sterben. Da ist wieder ein Pachi. Ihr braucht keine Angst haben, Paris. Geh mal hier an Land, damit die das sehen. Aber krass, guck mal, die Leiche konnte ich jetzt auch am Land nicht tragen, ne? Aber ich konnte ihn ins Wasser ziehen. Das ist schon seltsam. Ah, du gehst auch tot. Auch wenn mein Wagen voll ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Es fühlt sich halt echt grausam an. Aber ich weiß auch in meinem tiefsten Innern, dass es der richtige Schritt ist. Alle Ceratos müssen weg. Egal wie groß. Na guck mal, das ist ein kleiner Raptor. Warte. Du kriegst was von mir. Ich bringe ihm mal eben das Essen. Er freut sich. Frische Organe für dich. Feste deine perfekte Diät rein, mein Kleiner. Oh, da kommt das nächste Objekt der Begierde. Kannibalismus wird nicht geduldet, mein Kleiner. Ich glaube, wir werden gerade Zeuge von einem Selbstmordversuch. Der kleine Raptor hier vor mir möchte nicht mehr leben. Der drängt sich gerade. Tu's nicht, kleiner Mann. Und da vorne ist schon der nächste Zera. Der trinkt jetzt gerade. Nur ganz kurz was getrunken. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Ich glaube aber nicht, so unvorsichtig wie der ist. Tja. Wir machen hier einen Friedhof draus. Oh, da sind die nächsten Zera-Spieler. Es hört halt einfach nicht auf, ne? Es ist wirklich endlos. Ich krieg den Kleinen da gleich auch noch. Der hält aber ganz schön lange durch hier. Hat eigentlich mal jemand in den Kommentaren mitgezählt, wie viele ich jetzt schon gekillt habe? Es dürften echt schon einige sein. Das war's mit ihm. Oh, das schmeckt so gut. Ich habe noch nie so leckere Dinos gegessen. So, wir sind wieder komplett vollgefuttert. Und ich würde sagen, das sollte jetzt auch reichen. Wir haben, glaube ich, die Zera-Spieler jetzt genug bestraft dafür, dass sie Zera spielen. Ich
zeige euch jetzt nochmal eben, wo diese Stelle ist, weil die war wirklich sehr, sehr gut zum Wachsen. Der Tümpel befindet sich hier oben beim Vulkan. Hier das kleine Wasserstück ist das, links neben dem Vulkan. Und ich bin halt vorhin hier gespawnt, das ist Water Access. Bin dann hier durch den Dschungel sozusagen dahin gewandert. Das hat auch gepasst, ganz knapp, habt ihr gesehen. Und ich muss echt sagen, sehr, sehr guter Tümpel zum Wachsen. Also da ist man echt erfolgreich, da sind viele kleine Dinos. Und verhungert bin ich nicht mal ansatzweise irgendwann. Und dann würde ich sagen, falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Spezies ihr im nächsten Video sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.